D und nun Omega 3? Mitnichten. Die überragenden Forschungsergebnisse über Omega 3 kommen lediglich 5 bis 10 Jahre später als die Berichte über Vitamin D, sind aber genauso umfangreich und genauso hochkarätig. Ich habe vor 5 Jahren in dem inzwischen berühmt-berüchtigten 7-Millionen-Video über Vitamin D erwähnt, dass in den kommenden Jahren in keinem Pharmalabor dieser Welt auch nur annähernd eine Substanz entwickelt wird, die die Qualitäten von Vitamin D hat. Dem ist bis heute so. Omega 3 könnte diese Qualitäten haben. Aber leider Gottes ist es wieder eine natürliche Substanz, die nicht patentierbar ist. Aufgeklärte Zeitgenossen werden nun sagen, Vitamin D, okay, das ist ein Hormon, das lässt sich nachvollziehen. Denn ein Hormon hat ja vielerlei Wirkungen. Aber ein Fett wie Fischöl? Nun, Vitamin D hat man zunächst auch nur für ein Vitamin gehalten, welches lediglich für den Knochen zuständig ist. Und nun wird die Liste der Zuständigkeiten immer länger. Vom Immunsystem über die Schwangerschaft, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs bis hin zu den vielfältigen neurologischen und psychiatrischen Krankheiten. Das gleiche gilt allerdings auch für das Omega-3-Öl. Es ist zwar kein Hormon, wird jedoch vom Körper weiterverarbeitet zu Botenstoffe, die erhebliche Einflüsse auf entzündliche Veränderungen im Körper haben. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Wir wissen seit langem, dass die Entzündungen die Mütter aller Krankheiten sind. Wir wussten jedoch nicht, dass Omega-3 genau diese Entzündung bremst. Selbst in der Lunge von Hochrisikopatienten mit Covid-19. Damit hat Omega-3 eine ähnliche Breitenwirkung wie Vitamin D bei vielfältigen Erkrankungen, inklusive der beiden Hauptkiller in unserer Gesellschaft, den Herz-Kreislauf-Krankheiten und dem Krebs. Hinzu kommt, dass unser Gehirn zu großen Teilen aus solchen Fettsäuren besteht. Das lässt sich leicht ausmalen, was ein langjähriger Mangel zu bedeuten hat. Also Grund genug, sich mit dem Thema näher zu befassen. Wer glaubt, schon alles zu wissen, kann sich auf der Konferenz am 17. Juni in Potsdam eines Besseren belehren lassen. Hochkarätige Referenten plaudern aus dem Nähkästchen ihre Erfahrungen und etliche Aussteller informieren auch über weitere Bereiche der komplementären Medizin. Nicht zuletzt warten in Potsdam rund 200 Therapeuten darauf, sich endlich mal wieder in den Arm zu legen. Machen Sie also mit, es lohnt sich für Körper, Geist und Seele. Den Link zur Landingpage gibt es unter dem Video oder auf der Webseite der Akademie für Menschliche Medizin. Herzlich willkommen in Potsdam.